Domian, das 1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Da sind wir. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Kleine Verspätung. Wir bitten, das zu entschuldigen. Wir haben eine freie Themennacht. Heute die Nacht in den 1. Mai von Mittwoch auf Donnerstag. Und das heißt, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ruft ganz einfach an. Unter dieser hier bekannten Telefonnummer kostenfrei 0800 220 50 50. Und der Erste, der durchgekommen ist, angerufen und durchgekommen ist und jetzt hier zu mir reingestellt wurde, ist Tim. Und Tim ist 20 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Tim. Jürgen. Hallo. Was ist dein Thema? Was geht es? Ja, du hattest ja letztens mal eine Themensendung, die war ja so Aktenzeichen XY, du erinnerst dich. Ja, das war vor der Osterpause, ja. Genau, und ich möchte es jetzt vielleicht ein bisschen abwandeln. Und das habt ihr wahrscheinlich auch abgewandelt von der früher mal beliebten Fernsehserie. Immer noch beliebten Fernsehsendung, Sendereihe, ja. Ach, das wäre ja schön. Also ich bin nämlich Riesenfan. Ja. Und also fanatisch möchte ich mich, ist jetzt immer so negativ besetzt, aber bin ich vielleicht. Ich habe nämlich kürzlich mal gesehen, ich gucke so bei eBay rum und was sehe ich. Man kann da sogar alte Folgen kriegen. Achso, du bist Fan von Aktenzeichen XY Ungelöst? Ja, ein Riesenfan. Mit Eduard Zimmermann. Ach, das ist der Gott. Das ist der Gott. Mit Eduard Zimmermann bin ich groß geworden. Ja, ich auch. Wobei, du bist 20 Jahre alt. Der ist doch schon eine ganze lange Zeit gar nicht mehr dabei, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, 4 Jahre. Ach, doch, so lange hat das gemacht. Ja, also ja. Ich hab alle Autogramme diesmal gehabt. Und also viel Fanmaterial gibt's ja nicht. Da muss man sich das schon zusammensammeln. Verstehe. Also wir unterhalten uns jetzt im Moment über die Sendung und dass du Fan dieser Sendung bist. Ja, nicht ja. Über einen ungelösten Kriminalfall. Nö, also ich hoffe nicht, dass ich mal in diese Lage komme. Gott sei Dank. Darüber unterhalten muss. Wie kommt das denn, dass du so und dann auch in deinem zarten Alter von 20 ein Fan dieser Sendung und dann auch noch dieses Moderators, der aus fernen Zeiten letztendlich kommt, bist? Also es ist ja ein ganz toller Mann, muss man ja, also ich bin damit ja auch aufgewachsen, ja. Wie wahrscheinlich viele Millionen in Deutschland. Ne? Ja. Und wenn ich kurz ausholen darf, dann erkläre ich das kurz. Und zwar, bitte. Meine Eltern waren immer viel unterwegs und viel, ja, weg, immer am Wochenende. Und ich war dann immer alleine zu Hause. Ich wollte also partout nicht zu meiner Tante und zu meinem Onkel, bin alleine zu Hause geblieben. Mhm. Und dann, was passiert dann? Freitags läuft die Sendung. Und? So. Und klein da, Tim, 5 Jahre alt, fängt halt dann erst mal an zu gucken. Ja. Und hat eigentlich seitdem keine Sendung mehr so weit verpasst. Aber klein Tim alleine zu Hause hat doch dann wahrscheinlich auch irre Angst gehabt, ja, dass da jemand einbrechen könnte oder wer weiß was tun oder geschehen könnte. Ja, das ist gar nicht so witzig, wie sich das vielleicht anhört, weil das war in der Tat so. Und das hat an sich so mein Leben, wenn ich da mal ganz ehrlich bin, so bis heute prägt das eigentlich noch. Inwiefern? Also ich bin also unheimlich auf Sicherheit bedacht. Das heißt, ich bin heute auch alleine zu Hause. Ja. Und wir haben ein schönes, großes Haus. Ja, und ja, das mache ich. Wenn ich alleine bin, wird erstmal geguckt, sind alle Fenster auch im Keller zu, sind alle Jalousien runter, sind alle Kellerräume abge... Dagegen ist auch nichts zu sagen. Das ist ja auch vernünftig und gut. Ja, ja, klar. Aber ich denke mal, man hat sich früher, also früher war das der reinste Horror. Ach, du hast es übertrieben und hast dich dann schon so ein bisschen Angst, hast dir schon ein bisschen mehr Angst machen lassen, als nötig ist. Aber ganz gewaltig, ne? Ja, und, ja. Also ich merke, wie mich das also heute teilweise, ich habe ja die alten Folgen jetzt wieder. Also ich bin schon, wenn ich sehe, dass ich so die Folgen, die ich jetzt von 88 und 89 habe, dass ich mich dann noch an die Gesichter noch erinnern kann. In der Tat. Ja, also, ja, und an die Fälle. Wie viele Folgen sind das insgesamt, die du jetzt zu Hause besitzt? Ja, ich habe jetzt erstmal angefangen, die sind ja schweineteuer. Mhm. Also wenn ich mir da kopiere, also erstmal rein theoretisch, wenn ich mir eine Folge beim ZDF direkt bestellen würde, kostet 40 Euro. Mhm. Das heißt, wenn ich mir die halt original kopieren lasse, dann zahle ich ungefähr für einen Jahrgang 60 Euro. Ja. So, und ich habe jetzt mir die Jahrgänge erstmal von 87 bis, das habe ich jetzt 95 oder 96. Ja, immerhin ist das schon eine ganze Menge. Es sind ein paar hundert Euro, die, also das Geld geht, ja, dafür drauf und ich möchte natürlich jetzt meine Sammlung von 67 an, dann auch irgendwann mal komplett 67, haben. Ne, gab es die Sendung zum ersten Mal. Das ist wirklich Wahnsinn, ist das.
Das ist wirklich Wahnsinn. Und die Sendung war ja immer wieder auch umstritten, dass man sagte, dass den Leuten da zu viel Angst gemacht wird und dass das Gute und das Böse zu plakativ dargestellt wird und so weiter. Und der Mann war auch umstritten, obwohl der Mann gute Sachen gemacht hat. Er hat zum Beispiel den Weißen Ring gegründet. Er ist selber noch immer noch Präsident, ne? Immer noch Präsident, ja, ganz klar. Genau, ja. Wie ist es denn mit den heutigen Ausgaben? Magst du diese Sendung heute auch immer noch? Also ich bin mir da mit, es gibt ja www.zuschauerreaktion.de, das ist ja so ein Forum, ja, was ja auch zahlreich besucht wird von ich nenne es jetzt einfach mal ehemaligen Fans. Mhm. Und wir sind uns eigentlich soweit alle einig, dass die Sendung völlig verhunzt worden ist. So. Ja, der Charakter, der ist überhaupt nicht mehr gegeben. Ich weiß zum Beispiel gar nicht mal, wie der Moderator zurzeit heißt. Rudi Zerne. Ah ja. Sagt schon alles. Ja. Ja, netter Mann, aber gut. Nee, so kann man es nicht sagen. Also man muss auch bereit sein, dass man Veränderungen mitmacht. Und Eduard Zimmermann kann es ja nicht bis zu seinem 100. Geburtstag machen. Ja, leider. Ja. Ja, dann hätte es zumindest Sabine machen müssen. Aber die hat es ja eine Weile gemacht, ne? Nee, die hat sich dann ja auch, war ja clever und hat gemerkt, das Schiff sinkt. Wie sind denn die Einschaltquoten überhaupt von dieser Sendung? Verfolgst du das? Ich weiß es nicht. Also wir hatten letzte Mal, ich glaube, 4,2 Millionen. Ist das viel? Also ich erinnere mich noch, ich habe es auch mal im Alter von 6, 7 in der Bild am Sonntag, wenn ich das sagen darf, verfolgt. Da hatten wir mal 12, 13, 14 Millionen. Ja, früher waren die Zeiten ja auch anders. Oh, komm, vor 10 Jahren. Ja doch, das war ein anderer Fernsehmarkt. Da war das noch einfacher, solche Quoten zu ziehen. Ja, wir laufen ja jetzt immer gegen Wer wird Millionär. Da haben ja, wir natürlich sehr natürlich, schön. Natürlich. Gibt es denn einen Fall, den du so in Erinnerung hast? Ach Gott, ja. Guter, schönes Thema. Wo du sagst, das ist der Fall, der packt mich heute noch. Ja, das war, den Fall, den habe ich aber selbst damals nicht gesehen, sondern das ist eher einer, den habe ich mal zufällig mal in Ausschnitten gesehen und habe mir den jetzt auch besorgt, das ist 77 und zwar vom Akazienweg. Mhm. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Nee, so bewandert bin ich nicht in der Sendung. Na gut, ich stelle es dir mal ganz plakativ schnell dar. Ja, bitte. Und zwar Familie, Schwester, Freundin und Bruder sitzen draußen. Mhm. Auf einmal erscheint dann jemand auf der Terrasse und guckt, sagt keinen Ton, seltsame Gestalt, geht wieder weg, fragen sich alle, was war jetzt los? Mhm. Dann geht der Bruder abends weg, Mutter und Tochter alleine zu Hause, klingelt es irgendwann, Mutter macht die Tür auf, steht der Mann in der Tür und bringt Mutter und Tochter um mit Messer und Gabel. Mit Messer und Gabel? Ja, ja, es wurde auch hinterher gezeichnet, verbogene Mordwerkzeug wurde auch gezeigt. Und das Schlimme war daran, dass er also um den ganzen Häuserblock gejagt hat, Mutter und Tochter. Bevor er sie umgebracht hat? Ja, ja, klar. Die regelrecht abgemetzelt hat und der Bruder, der dann im besoffenen Kopf irgendwann abends nach Hause kommt, hat gar nicht gemerkt, legt sich ins Bett, wird morgens wach, fragt sich, wo ist das Frühstück und sieht natürlich dann in der Küche die halbe Familie abgemetzelt. Hat man den Täter gefasst, weißt du das? Ja, ja, das ist in dem Forum, wo ich da bin, das ist ein Riesenthema immer gewesen. Also der hat sich irgendwann verplappert. Das war jetzt ein Kriminalfall, ein Verbrechen aus dem Jahre, wann genau? 77. Ja. Und das weißt du noch so. Also aufgrund der Kassetten natürlich. Ach, ich könnte noch viel mehr. Hast du denn diese andere Sendung, die er auch sehr lange moderiert hat, auch gerne verfolgt? Dieses Nepper. Vorsichtfalle. Nein, es gab Vorsicht Falle und es gab auch Nepper, Schnepper, Bauernfänger oder sowas. Ja, das war einfach nur der Untertitel von der Sendung. Ach so, genau, so war es, ja. Ach ja, sicher. Also das war ja nicht so sensationell irgendwo. Das hat ja nicht irgendwie jetzt so einen Charakter gehabt. Das waren härtere Sachen. Also gibt es ja leider auch nicht mehr. Und wir sind jetzt gerade dabei, so einen Verein zu gründen. Mhm. Und der schimpft sich Rettet XY. Ja. Und wir haben mal so ein paar Punkte aufgeführt, was wir gerne alles noch oder wieder verändert hätten. Und diese Sendung ist ja völlig verhackstückelt. Es gibt keine schönen Filmfälle mehr. Und ja. Also lieber wieder zurück zu der alten Präsentationsform. Ach ja, das wäre schön. Also Aktenzeichen XY ungelöst. Das war der Tim, der ein großer Fan von dieser Fernsehsendung ist und gar nicht davon genug kriegen kann und wahrscheinlich noch sehr viele Kassetten kaufen wird, bis er alles vollständig hat. Davon kannst du ausgehen. Danke für deinen Anruf. Ich wünsche dir noch viel Glück. Dankeschön, tschüss. Ciao. Tim. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, über was auch immer, dann ruft mich an oder mailt mir ganz einfach. 1live.domian@wdr.de. Britta, 38 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Britta, um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Es geht um Folgendes. Ich lebe mit einer Lüge. Und zwar deswegen, ich bin mit meinem Freund seit knapp 5,5 Jahren zusammen, ja. Mhm. Bei uns läuft im Bett sexuell
schon lange nichts mehr. Wie lange nichts mehr? Das letzte Mal war vor einem halben Jahr. Mhm. Und davor immer nur sporadisch, mal so alle paar Monate mal. Mhm. Im Jahr 2002 waren es ungefähr 5 Mal, wenn es hochkommt. Mhm. Wenig. Und, Wenig. Ja, das Problem geht aber schon ungefähr 3 Jahre. Mhm. Er hat letztes Jahr eine Therapie angefangen im Herbst. Mhm. Und was ist die Lüge? Du sagst, du lebst mit einer Lüge. Ja, jetzt kommt der springende Punkt. Ich habe vor ein paar Monaten einen sehr netten Mann getroffen. Ja. Und es war eigentlich nur Freundschaft vereinbart, gute Freundschaft und nichts weiter. Und ich habe mich schon vor einigen Monaten in diesen Mann verliebt. Mhm. Es war nicht geplant von meiner Seite aus und seiner Seite aus auch nicht. Wie hast du den denn getroffen, kennengelernt? Einfach durch Zufall oder? Nein, den hatte ich mal letztes Jahr über die Dating-Line kennengelernt. Achso, das heißt, da warst du schon aktiv in dem Bereich? Ja, aber ich hatte nur halt jemanden zum Reden gesucht. Mhm. Und wir haben uns letztes Jahr im November das erste Mal getroffen. Ja. Und schon so beim dritten Treffen hatte ich so ein merkwürdiges Kribbeln im Bauch. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich in ihn verliebt bin. Das weiß ich erst seit, dass ich es weiß, seit Anfang Februar circa. Mhm. Ich habe es ihm dann gesagt. Diesen Mann, nicht deinem Freund? Meiner jetzigen Affäre. Dem Mann hast du es gesagt, ja. Ja. Mhm. Und er meinte nur zu mir aus, das wird nichts, ich will deine Beziehung nicht kaputt machen. Mhm. Und dann habe ich erstmal angefangen, überhaupt nachzudenken, ja, dass meine Beziehung überhaupt kaputt ist. Ja. Dass sie kaputt ist oder ob sie kaputt ist? Dass sie kaputt ist oder ob sie kaputt ist? Dass sie kaputt ist. Mhm. Weil ich habe vorher immer noch gekämpft, aber es war hoffnungslos. Jetzt hast du deinem Freund, also deiner Beziehung, deinem Freund, mit dem du 5,5 Jahre zusammen bist, der weiß das aber noch nicht, dass du eine Affäre hast. Das ist die Lüge. Das ist eine Lüge, ja. Das ist die Lüge, die dich belastet. Ja, pass auf, jetzt kommt aber der springende Punkt. Mhm. Ich habe dann mit ihm was vor 2,5 Monaten angefangen, mit dem anderen Mann. Mhm. Habe dann aber ein paar Tage später mein Freund, ich kann nicht sagen Ex-Freund, dann gesagt, pass mal auf, ich will dich nicht weiterhin unter Druck setzen, was das Sexuelle angeht. Mhm. Wir trennen uns auf dieser Basis und bleiben gute Freunde. Ja? Ja. Ja? Es war vor 2,5 Monaten. Und? Ich habe ihm aber nicht gesagt, dass ich mit dem, den ich nur als guten Freund erstmal gesehen habe, dass ich mit dem jetzt eine Beziehung habe. Ja. Aber jetzt ist dann erstmal die entscheidende Frage, bist du von deiner langjährigen Beziehung, mit der du 5,5 Jahre zusammen warst, bist du von der eigentlich getrennt jetzt? Getrennt, ja. Wir leben aber weiter in einer Hausgemeinschaft. Gut, aber ihr seid getrennt. Ja. Das ist schon mal ein sauberes und klares Verhältnis. Ja. Und das aufgrund dessen ist es doch gar nicht so schlimm, dass du jetzt eine andere Affäre hast. Gut, du hast es deinem Ex-Freund, sagen wir jetzt mal, deinem Ex-Freund noch nicht erzählt. Nein. Aber das ist jetzt das Problem, dass du ihm das nicht dass du dich nicht traust, ihm das zu erzählen? Wir hatten gestern Abend noch ein Gespräch gehabt, weil der die letzten Wochen und Monate also komisch war. Mhm. Und da habe ich gefragt, was ist eigentlich los mit dir? Und dann meinte er, ja, Punkte dieser Freundschaften, die du mit der Person hast, habe ich ein sehr, sehr schlechtes Gefühl im Bauch. Mhm. Und da habe ich nur zu ihm gesagt, wie kommst du eigentlich da drauf? Mhm. Ja, ich weiß es nicht, aber mein Gefühl sagt es mir. So, jetzt frage ich mich, Britta, wieso, wenn du schon den Schritt gemacht hast und hast dich von deiner 5,5-jährigen Beziehung letztendlich getrennt, obwohl ihr noch zusammen in einer Wohngemeinschaft wohnt, warum hast du ihm denn da nicht gesagt, hier, ich habe auch eine neue Affäre? Ich hatte ihn gestern Abend nur gefragt, also am Mittwochabend, was wäre der Fall, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde? Warum so umständlich? Was wäre, wenn und so? Aber egal, was hat er darauf geantwortet? Er hat darauf geantwortet, damit könnte er nicht leben. Mhm. Also. Was heißt das konkret? Hast du Angst, dass er sich das Leben nehmen würde oder wie? Nein, das nicht, aber ich hätte dann Angst, dass er dann hier komplett auszieht. Mhm. Das ist ja eigentlich nicht geplant. Ja, aber das musst du dann eben in Kauf nehmen. Wenn das so dann ist es halt so, dass er dann nicht mehr bei dir wohnt. Ja, richtig. Also Britta, mir ist das zu zögerlich alles, was ihr da macht, auch was du machst. Letztendlich wittert er das ja, dein Ex-Freund wittert das ja, dass da irgendwas in der Luft hängt.
Richtig. Und du hast ja schon mal einen ersten Schritt gemacht, den finde ich ja gut, dass du gesagt hast, hier komm, lass uns auf eine freundschaftliche Ebene gehen. Jetzt mach auch noch den anderen Schritt. Und du kannst ja wieder betonen, ich habe eine Affäre und ich gehe auch mit dem ins Bett, aber du bist mir wichtig, lass uns weiter wirklich gute Freunde bleiben. Und wenn er dann auch auszieht aus eurer Wohngemeinschaft, na gut, dann musst du ihm das auch zubilligen, dass er das vielleicht erstmal machen muss. Aber biete ihm einfach wirklich klar deine Freundschaft an. Nur so kannst du für dich ja auch ins Reine kommen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass du auch ständig im Konflikt bist, auch ein schlechtes Gewissen hast. Letztendlich belastet bist. Du hast gerade das Gespräch angefangen, ich lebe mit einer Lüge. Es ist immer schlecht, mit einer Lüge zu leben. Das tut einem nicht gut. Richtig. Wo ich die Affäre angefangen habe, da hatte ich kein schlechtes Gewissen. Mhm. Aber jetzt ja. Warum denn jetzt? Weil du nicht offen bist oder was ist es? Du bist, du bist doch im Prinzip frei. Du bist doch getrennt von deinem Ex. Ja. So, und du hast wirklich auch, du hast ja auch einen Nachholbedarf. Das lief sexuell nicht gut zwischen euch beiden. Offensichtlich vielleicht auch auf anderen Gebieten auch nicht so doll, dass du diesen Schritt auch gemacht hast. Ich will nicht teilen. Es waren mehrere Faktoren. Nicht nur das Sexuelle, es waren viele Faktoren. Ja, davon bin ich ja schon ausgegangen, sonst zieht man nicht eine solche Konsequenz. Also, Britta, ich finde, du musst das jetzt machen. Du musst ihm das auch sagen. Und dann müsst ihr gemeinsam durch das durchstehen, was daraus resultiert. Und wenn er sagt, ich kann damit nicht leben, er wird damit leben müssen. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Und wenn es auch noch so hart ist. Mhm. Weil, wie gesagt, meine Therapeutin, die hatte mir davon abgeraten, ihm das zu sagen. Ich bin ihm keine Rechenschaft schuldig, meine Sie. Finde ich schon. Finde ich, gelinde gesagt, Blödsinn, was deine Therapeutin da sagt. Wenn ihr wart 5,5 Jahre zusammen, das ist eine verdammt lange Zeit, da ist auch Vertrauen gewachsen. Und ihr wohnt, und ihr wohnt auch in einem Haus oder einer Wohnung. Da finde ich, dass man auch die Pflicht hat, dann wirklich dem Freund gegenüber, und das war dein Ex-Geliebter, ist immer noch dein Freund, dann auch aufrichtig zu sein, damit der wiederum weiß, woran er ist. Ich finde, dass man das schon machen sollte. Ich finde ja. Meinst du? Ja, ich finde schon. Es ist auch für dich gut. Aber es ist für ihn auch gut, weil er dann wirklich ein klares Verhältnis hat und sich nicht im Kopf macht. Der grübelt doch wahrscheinlich schon ständig rum, was los ist. Er hat es doch auch schon angedeutet. Das gefällt mir nicht, diese Beziehung zwischen dir und dem Typ und so weiter. Das heißt, das beschäftigt ihn doch, brodelt doch in ihm. Mhm. Also sag's ihm, Britta. Ja, dann werde ich das tun. Geh's mal an. Alles Gute von Herzen. Eingefallen hätte ich gerne noch. Ja. Kann ich mal mit deinem Psychologen oder Psychologin gerne, wenn du reden? Möchtest, kannst du mit meiner Psychologin sprechen. Das ist die Anna heute Nacht. Dann legst du bitte auf und Anna ruft dich an. Okay, dumm. Alles Gute. Schönen Feiertag und ihr seid ein tolles Team. Dankeschön, bitte. So. Tschüss. So, meine Lieben, vorgestern hatten wir einen spektakulären Fall hier in der Sendung. Es ging um Spuk und da kam eine ganze Menge Post. Zum Beispiel von Andreas. Andreas schreibt, zum letzten Anruf vorgestern wollte ich nur kurz hinzufügen, dass ich mal aufgeschnappt habe, dass es sich hierbei nicht um Spuk, sondern um einen Poltergeist handelt. Da unterscheiden die Parapsychologen. Spuk bezieht sich auf Orte und Poltergeist auf Personen. Es ging darum, ein Paar angerufen und in der Wohnung passierten seltsame Dinge. Die Klorolle rollte sich von alleine ab, Handtücher fielen runter, die Hunde waren schon ein bisschen durcheinander. Und so weiter. Da schreibt Gerrit, ich habe vorgestern die Sendung gehört und platze eigentlich vor Neugier, weil ich wissen möchte, ob sich nach der Sendung noch irgendwelche neuen Erkenntnisse bezüglich des selbst abrollenden Klopapiers ergeben haben. Wir sind auch sehr gespannt. Und ich sage, weil die Zeit rum war vorgestern, wir setzen dieses Gespräch in den nächsten Tagen fort. Jetzt ist der Zeitpunkt, wir setzen das Gespräch fort. Und ich begrüße nochmal Marina, 24, und Marc, 30 Jahre alt. Hallo, ihr beiden. Wen habe ich jetzt? Hallo. Den Marc. Ich habe das gerade mal mit der Klorolle jetzt gehört. Also Marc, der hat sich bis dato nicht abgerollt. Also bislang nicht? Bislang nicht, nein. Also euer Gespräch hat große Wellen geschlagen. Und ich steige jetzt hier gleich nochmal in die Vollen. Mhm. Ich habe eine ausführliche Mail bekommen von Matthias Stein. Ja. Und der macht auf Folgendes aufmerksam. Wir haben nicht ausführlich genug über diese Klopapierrolle gesprochen. Aha. Er schreibt, leider kam für meine Begriffe die Rollendicke nicht deutlich genug zur Sprache.
bei der dieses geschehen ist, also das Abrollen, das vermeintlich von alleine Abrollen der Rolle. Ich habe vor längerer Zeit auch mal auf dem WC alles Papier auf dem Boden abgerollt, aufgefunden und mich gewundert, wer aus der Familie das wohl gemacht hat. Ich habe letztendlich herausgefunden, dass die WC-Papierrolle, wenn sie dünn genug ist und das Papier fast zum Boden herabhängt, sich selbst durch dieses herunterhängende Papier abrollen kann. Um den Vorgang zu starten, genügt ein Lufthauch. Das ist schon richtig, aber Marina verneint das gerade hier vehement, weil es nicht so war. Also ich sag mal, wenn so eine Rolle abgerollt ist, rein physikalisch klar möglich, dass also die ganze Sache sich dann abrollt bis zum Ende. Aber dem war also nicht so. War die Klopapierrolle, die sich allein abgerollt hat, und ich war ja ganz schockiert, als ihr das erzählt habt, weil ich das wirklich gruselig finde, wenn das so ist. Man sitzt im Badezimmer oder in der Badewanne und plötzlich fängt die Rolle an, sich abzurollen. Hat die sich, war die erste Frage, war die ganz dick noch? Marina sagt ja, aber am besten gebe ich dir jetzt mal die Marina. Gib sie mir nochmal, wir können direkt beantworten. Genau, ja, genau, so machen wir's. Ich gehe mal rüber. Hi. Hi Marina. Also wir müssen jetzt in die Details gehen. Ja. Zum Thema Spuk bei euch in der Wohnung. Mhm. Wie dick war die Klopapierrolle, die sich abgerollt hat? Also die war gerade angefangen, da haben vielleicht ein paar Blatt gefehlt. Also eine recht dicke noch. Eine recht dicke, was, ja klar. Was war das für Papier? War es so ganz dünnes oder war es eher dieses dicke, dreilagige, wie man das nennt? Nee, das war schon, also nicht gerade dünn, es war eigentlich dieses normale, so eigentlich recht dick. Ja, und was war das für eine Rolle? War das so eine ganz schlichte, dass die Rolle einfach nur auf so einem Bügel liegt? Oder war es eine modernere Klopapierrolle, die gibt es ja in verschiedenen Ausführungen? Mhm. Meinst du jetzt den Halterung? Die Halterung meine ich, genau. Ja, die Halterung, die ist an eine Wand angebracht und da schiebt man die Klorolle einfach nur drauf. Ach so. Also einfach so ein Bügel, wo diese draufgeschoben wird. Ja, genau. Mhm. Also eine schlichte Ausführung. Genau. Kann also nicht von alleine passiert sein? Nee, eigentlich nicht. Und so wie ich das gesehen habe, wie bei dem Handtuch auch, sah das eben so aus, als wenn einer an dem Toilettenpapier zieht und da sich dann deswegen die Toilettenpapierrolle abrollt. So, der aufmerksame Zuschauer Matthias Stein hat nämlich zu dem Handtuch, von dem du erzählt hast, dass das auch von alleine runterfällt. Also es handelte sich um so eine Handtuchstange, wo das so genau in der Mitte drauf liegt. Mhm. Auf beiden Seiten gleich lang runterhängt. Genau. Ne? Da macht der Matthias Stein aufmerksam, es könnte ja sein, dass das Handtuch an einer Seite sehr nass war und dadurch von alleine sich runterzieht. Ist das eine Erklärmöglichkeit? Nee, also ich meine, ich bin ja nicht ganz doof, ne? Und das Handtuch, das war schon eigentlich relativ trocken, so dass ich eben nicht sagen kann, das ist jetzt aufgrund des Nassen da eben runtergefallen, sondern das war schon trocken und ist eben dann runter. Also all diese Sachen habt ihr auch schon bedacht und überlegt und ihr kommt zu keinem Ergebnis. Nee, und vor allen Dingen, ich mache mir da aber eigentlich auch gar keine Gedanken mehr zu, weil das, was hier passiert, sind eigentlich noch Kinkerlitzchen zu dem, was mir vorher so passiert ist, ne? Ja. Also du hast ja am Montag mir gesagt, dass du glaubst, dass das nichts mit dieser Wohnung, in der ihr wohnt, zu tun hat, sondern dass es mit dir was zu tun hat. Weil überall, wo du bist, auch in den anderen Wohnungen, sind solche Dinge passiert. Mhm, sag dir noch mal ein paar Beispiele in den anderen Wohnungen. Ja, zum Beispiel in der Wohnung, in der ich vorher gewohnt habe, war das so, dass ich einen Abend auf der Couch gesessen habe und einen Film geguckt habe. Mhm. Und da hatte ich zwei Katzen, die saßen neben mir. Die waren auch ganz ruhig, die lagen ganz entspannt auf der Couch auch. Mhm. Und dann auf einmal sprangen die auf und haben sich unter der Couch versteckt. Und dann ging es nämlich in der Wohnung los, dass die Türklinken runter sind. Und dazu muss ich noch sagen, ich musste die Badezimmertür abschließen und die Schlafzimmertür. Sonst haben die nämlich die Türklinke runtergedrückt und sind dann in die Zimmer gelaufen, haben nur Unsinn gemacht. Die Katzen? Die Katzen, genau. Mhm, ja. Da die Katzen jetzt aber unterm Sofa waren, konnten die ja schon mal nicht die Türklinke runterdrücken. Aber du konntest sehen, während du auf dem Sofa saßt, dass die Türklinke von alleine sich runterdrückte? Also gesehen habe ich es nicht, aber ich habe es gehört. Warum hast du es nicht gesehen? Ja, weil ich da nämlich noch richtig Panik hatte. Da habe ich so richtig Schiss gekriegt. Ich war so richtig vor Panik einfach erstarrt. Und wo hast du hingeguckt? Ja, ich habe also in den Flur geguckt, aber wenn ich in den Flur geguckt habe, habe ich die beiden Türen nicht sehen können. Ach so. Und da habe ich so Panik gekriegt, da war ich irgendwie so richtig erstarrt, vor Angst auch, ne? Ja, ja. Und ja, das hörte dann auch gar nicht auf und im Schlafzimmer, also die Räume waren ja auch abgeschlossen, hörte sich dann das eben so an, als wenn da irgendjemand wäre. Also du hast gehört, das hörte sich so an, als würden die Türklinken runtergedrückt? Ja genau, du drückst die Türklinke runter und lässt sie dann einfach wieder so hochschnellen, so hat sich das angehört. So, das hast du gehört und du hast gehört...
irgendwie, es könnte jemand im Schlafzimmer sein. Ja, genau. Was genau hast du denn da im Schlafzimmer gehört? Ja, irgendwie wie der Schrank aufgeht und wie da so teilweise zufällt und irgendein Gerödel einfach. Also ich konnte das nicht einordnen, was das für Geräusche waren. Hast du aber alles von deiner Couch aus gehört? Du bist nicht nah rangegangen an die Tür, an die Schlafzimmertür? Nee, nach einer Zeit bin ich dann auch in den Flur gegangen und dann war eben immer noch irgendein Rödeln im Schlafzimmer. Und dann, wie hat sich das aufgelöst? Ja, dann war eine Zeit lang gar nichts mehr und dann fing es wieder an und ich glaube, das ging so über anderthalb Stunden. Ja. Und dann irgendwann habe ich mir dann so gedacht, nee, jetzt musst du einfach mal gucken, was da los ist. Ja. Also ich meine, du bist ja nicht verrückt, habe ich mir gedacht. Ja, dann habe ich die Türen geöffnet und da war nichts. Gott, wie mutig. Wie mutig, wenn man das wirklich so wahrnimmt. Erstarrt man ja eigentlich vor Angst, so wie du es gerade auch schon im ersten Moment gesagt hast. Ne? Ja. Wie viele Jahre geht das denn jetzt schon so? Also seit ich 18 bin, seitdem bin ich von zu Hause weg und seitdem war das in jeder Wohnung so und ich hatte schon einige. Und ich halte das auch in keiner Wohnung länger als 2 Jahre aus, weil nach den 2 Jahren, da sind dann wirklich Sachen, wo ich dann wirklich sage, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr in dieser Wohnung zu leben. Ne? Aber du nimmst es förmlich dann immer mit. Das ist ja nun schon eine lange Zeit. Du bist jetzt 24 Jahre alt. Ja. Wird man da nicht mürbe? Wird man da nicht irgendwie zweifelnd an sich selbst? Nee, also so mittlerweile denke ich mir, ja gut, okay, jetzt hast du da die Klorolle abgerollt und jetzt, was willst du mir damit sagen, so ungefähr? Du sprichst also quasi den Geist oder was auch immer es sein mag an. Nach dem Motto, du hast es jetzt getan, was willst du mir damit sagen? Ja, genau. Sagen? Also als es jetzt das letzte Mal passiert ist, habe ich wirklich gesagt, so und jetzt, was soll das? Hast du gesagt, so in den Raum ja, rein? Ja, das habe ich so gesagt. Gibst du mir den Freund nochmal, den Marc? Ja. Ja. Ja, hi. Marc, du hast letztens am Montag gesagt, dass du ein realistischer Mensch bist. Richtig. Und dass du eigentlich sowas eigentlich nicht glaubst. Halte ich für Humbug. Hältst du für Humbug? Oder hielt ich für Humbug, sagen wir es mal eher so. Wann hast du das denn zum ersten Mal auch mitgekriegt? Ja, selber, das war einfach die Sache jetzt mit der Kette in der Küche. Die du am Montag erzählt hast. Das, genau, das war das allererste Mal, dass du es auch mitbekommen hast. Richtig, wo ich wirklich mitbekommen habe, dass da was war, ja, wo nicht sein konnte und ja, ich es mir nicht anders vorstellen konnte, als dass irgendjemand oder irgendetwas diese Kette berührt hat. Wie lange bist du jetzt mit Marina schon zusammen? Das ist jetzt fast ein Jahr. Ein Jahr. Hast du vorher gedacht, Mensch, irgendwie hat die vielleicht doch einen Riss in der Schüssel? Nee, habe ich nicht. Wenn, ja, nur gut, wenn sie immer solche Sachen erzählt dann, und wenn man selbst völlig anderer Auffassung ist, wie bist du damit umgegangen bisher, bevor du das selbst erlebt hast? Wie sind wir damit umgegangen? Oder ich, wir sind sehr offen miteinander. Das heißt also, was sie mir sagt, das glaube ich ihr. Warum sollte sie mir irgendwelche Lügenmärchen erzählen? Ja gut, aber du musst es ja irgendwie eingeordnet haben. Du findest es eigentlich Humbug, aber du glaubst deine Freundin. Also was war es für dich? Ich empfinde solche Sachen als Humbug, vor allen Dingen, wenn es jemand anders erzählt. Wenn es jetzt nicht Marina gewesen wäre, die es mir erzählt, hätte ich gesagt, pass mal auf, der spinnt. Also, das ist in meinem Glauben, der hat was getrunken oder was eingenommen. Das ist einfach Blödsinn, was er erzählt. Also das heißt, bei Marina hast du es letztendlich doch geglaubt und ja, dann war der Humbug doch nicht mehr so Humbug. Du konntest es dir nicht erklären, aber du hast deine Freundin geglaubt. Ich glaube ihr so, wie sie es auffasst. Wenn sie mir das sagt, dass es so und so passiert ist, dann glaube ich ihr das. Oder hältst du es auch für möglich, dass es ja oftmals bei solchen Erscheinungen, dass der Mensch nicht lügt, aber dass es nur in seiner eigenen Wahrnehmung passiert? Hältst du das für möglich? Also verwirrt ist er nicht. Nein, das hat mit verwirrt auch nichts zu tun. Also, ich sag mal, von der Wahrnehmung her, man bildet sich sicherlich manchmal Dinge ein, ja, aber man bildet sich nicht ein, dass sich eine Klorolle abrollt, ja, oder dass sich eine Kette bewegt. Also der Fall hat sich ja insofern auch geändert, dass du jetzt auch selbst etwas richtig mitbekommen hast. Genau. Ne? Ich war sehr erstaunt und bin es heute auch wieder, dass ihr das so locker hinnehmt. Ja, was soll man machen? Ja, ich hatte viel mehr Schiss, muss ich sagen. Also ich sag mal, so in Filmen wie Poltergeist zum Beispiel, da kommt ja dann so ein Pfaffe an. Und der schwingt dann hier irgendwelche Öle durch die Wohnung. Mhm. Aber wir sind jetzt hier nicht im Film und solange es nicht mehr ist als die Klorolle oder aber ein Kettenrasseln oder dass der Hund Angst hat, naja, also, sollte mir gleich sein. Na, ich also meine, wenn ich bin jetzt an der Decke hängen, dann denke ich mir auch, jetzt ist aber langsam gut. Na gut, Marc, dann gib mir bitte die Marina nochmal. Ja, von dir verabschiede ich mich schon mal. Alles klar, ciao. Tschüss. Marina. Ja. Gab es denn schon mal die Überlegung, dass du irgendwo professionellen Rat suchst? Bei einem Psychologen, bei einem Theologen oder vielleicht bei einem Parapsychologen, jemand, der sich mit solchen Phänomenen beschäftigt? Ja, schon eher so ein Parapsychologe, weil ich denke mal nicht, dass ich das alleine nur in meiner Wahrnehmung abspielt. Ich denke mal, das ist schon wirklich alles so, wie ich das auch erlebe. Ja, ja. Ja, und ist es denn mittlerweile verbunden? Also du hast es gerade schon relativ locker erzählt, aber ist denn schon so ein
Leidensdruck da? Also anders gefragt, wärst du froh, wenn es los wärst? Ja, doch, ich wäre froh, wenn ich es los wäre. Mhm. Aber wie gesagt, so im Gegensatz zu den Sachen, die früher passiert sind, kann ich jetzt schon froh sein, dass es wirklich nur das Handtuch ist oder das Toilettenpapier, ne? Also ich will nochmal unterstreichen, ich stehe solchen Phänomenen auch äußerst kritisch gegenüber. Mhm. Ihr beide klingt für mich sehr seriös und sehr glaubhaft. Mhm. Und ich glaube auch, dass es immer wieder mal solche Phänomene gibt. Das ist auch nachgewiesen. Mhm. Es gibt halt, wie schon, wenn man das in alten Büchern nachlesen kann, mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als die wir so begreifen und erkennen können. Mhm. Wenn du interessiert bist an so einer vielleicht parapsychologischen Beratung, dann könnten wir dir gerne eine entsprechende Adresse oder Telefonnummer geben. Ja, das wäre sehr nett. Es gibt da so ein paar seriöse Menschen in Deutschland, die das können und machen, auch mit einem sehr soliden wissenschaftlichen Hintergrund. Mhm. Ja. Und was uns beide auch interessiert hat, ist einfach, was denn hier überhaupt in der Wohnung ist. Ob das jetzt irgendwie ein Geist ist oder, keine Ahnung. Nein, die Frage ist ja nicht, was in der Wohnung ist, sondern was um dich herum ist. Ja, oder was um mich herum ist, genau, was ich immer mitschleppe. Ist das denn zum Beispiel auch so, wenn du in Urlaub fährst, irgendwo in einem Hotel, ist das genauso? Ja, ist auch schon vorgekommen. Mhm. Aber gut, da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt eine fremde Umgebung, ja. Da bilde ich mir jetzt vielleicht was ein. Vielleicht ist es einfach irgendein Geist, der so den Schalk im Nacken hat. Ja, was ich mir da irgendwann mal eingefangen habe und jetzt nicht mehr loswerde. Ich habe keine Ahnung. Gab es denn in der Familie früher schon mal so Fälle, dass jemand so eine Affinität zu solchen Sachen hat, irgendwie zu übernatürlichen Dingen? Ja, das war meine Oma. Die hat mir da immer viel erzählt und dann habe ich ihr das nicht geglaubt, weil ich dann auch gedacht habe, naja, das sind so Altweibergeschichten. Ja. Wenn man auf dem Dorf lebt, ne, dann erzählt man sich viel, wenn die Abende lang sind, bis mir das dann eben selbst passiert ist. Ne? Also, Marina, wir machen das jetzt so. Du legst bitte auf. Mhm. Meine Psychologin ruft dich zurück und wird dich versorgen mit den entsprechenden Adressen und Telefonnummern. Okay, alles klar. Und in der Hoffnung, dass da eine kleine Erlösung bald stattfindet bei dir. Okay, alles Gute. Klar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 220 5050. Wir haben eine freie Themennacht und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann könnt ihr es gerne machen. Dann ruft ganz einfach an. Das ist eine kostenlose Telefonnummer oder faxt mir unter 0800 220 50. 51. Moritz ist da und Moritz ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen. Ja, mein Problem ist eigentlich ein bisschen ausschweifender. Ich bin behindert, hab Glasknochen. Mhm. Weiß nicht, ob dir das sagt. Das heißt, die Knochen brechen ziemlich schnell. Ja, man muss sehr vorsichtig sein. Hm? Man muss sehr vorsichtig sein. Ja, genau. Ich habe mal jemanden kennengelernt, das war ein Mädel, der durfte ich gar nicht fest die Hand geben, weil Gefahr bestand, dass die Hand bricht. Genau, also bei mir ist es nicht so extrem schlimm, bin auch eigentlich, also weil es gibt auch welche, die sind körperlich dann irgendwie, haben lange Arme und kurze Beine, ich sehe relativ normal aus. Also. Aber brechen halt ziemlich schnell, ist auch schon zurückgegangen in den letzten Jahren, aber von Geburt an. Ist von Geburt an, genau. Mhm. Bin dadurch in der Kindheit sehr behütet worden, war oft im Krankenhaus und so und war auch in einer speziellen Schule und hab dadurch im Prinzip keine sozialen Kontakte knüpfen können, beziehungsweise wenig. Moritz, eine Frage noch zu der Krankheit. Geht die einher mit einer anderen Behinderung noch oder kannst du ganz normal gehen? Du sagst, dass du relativ normal aussiehst. Ich kann relativ normal gehen. Also habe natürlich ein paar Schonhaltungen, ein bisschen schief laufen, aber man sieht es mir nicht an. Ja. Und eben durch diese Krankheit und durch diese Behütung in der Kindheit habe ich eben keine sozialen Kontakte oder nicht so viele knüpfen können und erfahren können. Also wenig Freunde, wenig Erfahrung mit Kindern, Jugendlichen und so. Ich habe auch noch nicht behinderte Freunde, eigentlich gar keine. Aha. Und ich kann zwei jetzt auf Anhieb, kann ich sogar abzählen. Und habe im Prinzip ein Problem, jetzt selbstständig zu werden, beziehungsweise auch irgendwie Leute kennenzulernen. Und lebst du denn mit deinen 23 Jahren im Moment noch im Elternhaus? Nein, ich habe jetzt seit einem Jahr habe ich eine eigene Wohnung, weil mir das auch irgendwann zu viel wurde und da muss jetzt mal raus. Was machst du vom Beruf? Zurzeit bin ich arbeitslos. Ich habe Werbe- und Medienvorlagenhersteller gelernt. Das ist so im gestalterischen Bereich. Ja. So, Sachen gestalten. Und hast im Klartext einen ganz kleinen Freundeskreis nur? Oder gut wie keinen Freundeskreis? An zwei Händen abzählen. Jetzt habe ich es gerade nicht richtig verstanden. Mangelt es dir an Menschen, die nicht behindert sind, oder mangelt es dir gänzlich an Menschen? Also im Prinzip gänzlich. Also ob dann nur behindert oder nicht behindert, ist eigentlich, also hauptsächlich natürlich dann an Nichtbehinderten, aber das wäre mir dann auch relativ egal, sage ich mal. Hast du denn behinderte Freunde?
Ich habe ein paar behinderte Freunde, ja, dann schon mehr als, also insgesamt habe ich vielleicht so maximal 15 Freunde. Naja, das ist schon nicht mal. Ja, aber das ist schon eine ganze Menge, Mensch. Ja, aber das sind auch mehr oberflächlich dann größtenteils. Ja, gut, aber ich dachte jetzt, dass du da ganz allein zurückgezogen in deiner Wohnung sitzt und ja, bin ich im Prinzip auch, weil mit den Freunden unternehme ich auch relativ selten was. Also ja. Also was haben die denn? Mit dem ich ab und an mal ins Kino gehe, aber ansonsten sitze ich eigentlich nur zu Hause rum und komme irgendwie nicht raus. Was haben die denn so für Behinderungen, die Freunde? Größtenteils Rollstuhlfahrer, dann Gehbehinderung, Querschnittslähmung, ja. Muskelkrankheit, diverse Sachen, ja. Mhm. Und die hast du dann kennengelernt in den entsprechenden... In der Ausbildung, auch weil ich eine behindertengerechte Ausbildung gemacht habe. Ah ja, mhm. Nur speziell für Behinderte und so, und das war auch sozusagen alles so unter einer Käseglocke und hatte man sozusagen auch nicht groß eine Chance, irgendwie sich... Also, wir können ganz einfach sagen, dass du dich einsam fühlst. Ja. Ne, kann man sagen. Und ich im Prinzip mir das schwerfällt, sozusagen von alleine irgendwie rauszugehen, und ich das wahrscheinlich auch nicht wirklich irgendwie schaffen werde. Doch, da bin ich aber überzeugt von, dass du das schaffen wirst. So wie ich dich jetzt schon mitkriege vom Typ her, wie du redest und so, bin ja, ich... Ja, es ist halt irgendwie, also ja, ja. Weiß ich nicht, ob man sagen kann, ich habe mich jetzt damit abgefunden, aber es ist halt so, ich lebe halt irgendwie so meinen Trott und komme aus diesem Trott halt nicht mehr raus. So, und da musst du dich auch natürlich auch ein bisschen selbst in den Hintern treten. Ja. Vorsichtig, weil du Glasknochen hast, aber du musst es machen. Du bist mal erst gerade mal eben 23 Jahre alt. Und wenn du so einen Leidensdruck hast, dass du sagst, hier, ich fühle mich einsam, ich möchte gerne Leute kennen, dann musst du auch was unternehmen. Da musst du initiativ sein. Ja, das Problem ist halt nur, dass wenn ich irgendwie was unternehmen will, also sage ich jetzt mal irgendwie Disco oder so, da kenne ich halt keinen, der mitkommen wird und alleine. Gut, Disco ist auch nicht vielleicht unbedingt das Allerbeste, weil da lernt man nicht unbedingt immer Leute kennen. Das Allerbeste ist, wenn man irgendwo in einen Verein geht oder in eine Gruppe geht, wenn man Anschluss sucht in, ich weiß nicht, wie weit du Sport treiben kannst. Ich weiß ja, nicht. Ist auch schwierig, aber geht schon. Aber ich sag's nur mal so als Beispiel. Oder wenn du in kirchlichen Kreisen, ich weiß nicht, ob dich das interessiert. Nicht wirklich, ja. Nicht wirklich. Gut, aber es gibt, in Deutschland quillt über von Vereinen und von Interessen, Verbänden und Gruppen. Was hast du denn für Hobbys? Ja, da ist es halt eben auch das Problem, also Hobbys nicht wirklich, also gut, Videospiele spielen kann man nicht unbedingt als Hobby dann wahrscheinlich bezeichnen und eigentlich keine. Gut, dann muss man ja, so gut. Und gut, da muss man überlegen, dann was dich vielleicht interessiert. Kannst du schwimmen? Das darfst du bestimmt, ne? Ja, doch, schwimmen ist ja. So, haben wir schon. Schwimmverein. Wunderbares Feld, um Leute kennenzulernen, woraus sich dann wieder neue Bekanntschaften ergeben. Ja. Weißt du, das ist einfach der Punkt. Du musst du musst irgendwo andocken. Irgendwo. Ja. Du musst irgendwo hingehen und sagen, Leute, hier ist ein Verein, ich komme mit zu euch, ich möchte gerne mitmachen. Und schon hast du einen festen Termin in der Woche, wo du hingehst und lernst sofort automatisch Leute kennen. So, und wenn du so 2, 3 von solchen Sachen hast, musst du es mit dem Teufel zugehen, wenn du keine Freunde triffst oder keine Menschen neu kennenlernst. Aber das musst du tun und da musst du dich auch wirklich dann bemühen drum, sonst funktioniert das schneidet ja nicht in deine Wohnung rein. Wie sieht's denn aus mit Mädels und Erotik und Sexualität? Ganz, ganz schlecht. Ganz schlecht heißt, ist noch nichts gelaufen. Mal kurz, also was heißt kurz, war schon irgendwie dann in Jahr oder so, ich weiß gar nicht mehr, aber es war nicht, also irgendwie mag ich gar nicht drüber reden. Es war so also auch so verpeilt, dass. Auch große Sehnsucht wahrscheinlich danach, dass da mal irgendwas abgeht demnächst. Ja. Ja. So, und das geht auch nur, wenn du dich unter Leute begibst. Ich habe es gerade mit dem Schwimmverein geredet. Ich sage es mal, ein ganz anderes Beispiel noch. Interessierst du dich für Politik? Mäßig. Nicht über viel, aber so ein bisschen. So, da könnte man zum Beispiel bei einer Partei mitmachen. Man könnte bei Greenpeace mitmachen, man könnte bei Amnesty International mitmachen. Überall treffen sich Leute, interessante Menschen, die Gruppenarbeit machen und wo dann auch private Kontakte entstehen. Such dir irgendwas raus, wo du denkst, dass es einigermaßen so entspricht deinen Vorstellungen, deinen Interessen. So musst du es machen. Ja. Du darfst nicht zu Hause sitzen und jammern. Das ist das Problem, ja, okay. Ja. Und nicht hier mit 23 schon sagen, ich finde mich jetzt damit ab, dass ich mein Leben lang jetzt hier in der Wohnung allein sitze. Nur weil ich Glasknochen habe, ist ja wohl absurd. Mensch, ich habe hier schon mit so vielen Schwerstbehinderten gesprochen. Ja, ich weiß. Du weißt, ne? Was die alles machen und wie agil die sind. Und ja. Und das schaffst du auch, Moritz, bin ich sicher. Na gut. Toi, toi, toi. Schönen Dank. Mein Lieber, tschüss. Tschüss. Dominik, 25 Jahre alt, guten Morgen.
Hallo. Ja. Ja, mein Thema passt eigentlich zu gestern, aber vorher wollte ich noch was sagen zu dem Typen, der an den Fußnägeln kaut. Das ist ja... Ich mach mir das gar nicht wirklich vorzustellen. Nee, wir müssen uns das ja auch nicht vorstellen. Nee, lieber nicht. Nee, mein Thema ist, ich bin Babyfetischist. Du bist Babyfetischist? Ja. Ist ja nun auch nicht so alltäglich. Ist auch nicht jeder. Nö, nicht jeder. Nee. Nicht wirklich. Nun wollen wir mal den interessierten Zuschauern und Zuhörern erklären, was ein Baby, ich habe ja schon eine Ahnung, was ein Babyfetischist ist. Ja, das heißt, ich trinke aus dem Fläschchen, ich trage gerne Windeln und ich habe einen Schnuller. Ja. Und halt alles so, was so ein Baby macht, ne? Das klingt auch wieder ein bisschen witzig und ein bisschen skurril, ist aber durchaus von dir ernst gemeint und ist... Das ist, ne? 100%ig ernst, ja klar. Ja, und wie lange praktizierst du das schon? Mit 20 habe ich angefangen, da war ich im Sexshop, habe so ein Magazin gesehen und dann wollte ich das mal ausprobieren. Ach so, fing das an. Sexshop, ja, und dann habe ich festgestellt, Mensch, das ist schön, das gefällt mir, und seitdem ist das so. Für dich ganz alleine oder gibt es jemanden, mit dem du das zusammen machst? Für mich ganz alleine. Für dich ganz alleine. Also, du hast deinen Schnuller, ja. Wie du es gerade gesagt hast. Wann ist der Schnuller in deinem Mund? Wenn ich nervös bin, ich rauche auch, wenn ich mal wieder Lust auf eine Zigarette habe und ich will nicht. Dann kommt der Schnuller rein? Also auch zum Beruhigen und zum Entspannen. Also, wenn du von der Arbeit kommst, hast du Arbeit? Nee, leider nicht. Leider nicht. Das heißt, du bist viel zu Hause. Das kann also sein, dass immer wieder mal der Griff zum Schnuller passiert, ja, und pong, das Ding kommt rein. Der hängt so an der Schnullerkette. So, da sagst du, dass du auch aus einem Fläschchen trinkst, aus einem Babyfläschchen. Ja, ja, genau. Ja, das ist ja auch schon eine skurrile und bizarre Vorstellung, wenn du da sitzt mit Windeln und der Schnuller hängt dir um den Hals und du trinkst aus einem Fläschchen, aber du machst es. Was ist in dem Fläschchen drin? Ist der Milch drin oder ist da Wodka drin? Nein, kein Alkohol. Kein Alkohol? Nein, ich trinke Tee, ich trinke Kakao, Cappuccino. Das kommt alles in das Fläschchen rein? Das kommt alles da rein. Ich hab doch 9 Stück von den Scheißdingern. Wie viel? Was hast du gesagt? 9. 9 Stück? Ja klar. 9 Stück. Mhm. Und bereitest du dir auch so Breichen vor, wie man das für Babys so... Eher selten. Also Alete und Hip und sowas kaufst du auch? Eher selten. Ja. Wie ziehst du dich dann an? Nun gibt es ja für große Leute nicht so Babysachen. Oder doch? Gibt es auch. Über Versandhäuser. Also weil doch einige Menschen diese Ambitionen haben und dann lohnt sich das für die Industrie, das herzustellen. Ja, für bestimmte Firmen. Die haben sich darauf spezialisiert. Ja. Hast du solche Kleidung, so Babykleidung auch? Ich hab Gummihöschen, ja. Aber eine Strampelhose nicht, sowas? Nö, das kommt wahrscheinlich noch. Ja. Gummihöschen, das heißt, das Gummihöschen kommt dann über die Windel? Genau. Ja. Genau. Und der Rest ist nackig, oder wie? Nö, je nachdem. Also im Winter dann noch Jogginganzug drüber oder sowas. Also ich ziehe auch noch was drüber an. Ja, bitte? Ich ziehe auch noch was drüber du an. Ziehst also noch was drüber an. Ich laufe nicht so durch die Wohnung, ne. Ja. Machst du das jeden Tag? Nein. Wann machst du es oder wie oft? 2-3 Mal in der Woche. Mhm. Ist das dann für dich so eine richtige, so eine Session, so eine ganz tolle Sache, dass du dich darauf freust? Ja, das geht dann so über 4-5 Stunden. Ja. Und du zelebrierst das dann alles? Was genau zelebrierst du? Also das Anlegen der Windeln, erzähl mal. Ja klar, mit Einölen und man freut sich auch schon und so und mit Einölen, dann kommt die Windel und dann ziehe ich mich an und dann ist erstmal Ruhe. Und dann gehst du in der Wohnung rum oder liegst du auf einer Couch? Ja, ich sitze vorm Fernseher, ich gehe in eine Wohnung, ich räume damit auf, ich spüle damit ab, ich mache die Küche. Ja. Eigentlich alles, ich gehe sogar den Müll rausbringen damit. Aber das sehen ja natürlich die Nachbarn nicht. Nee. Einölen, da kommt ja auch so Penatencreme. Nee, und Babyöl. Babyöl, sowas. Mhm. Ja. Das hat bei dir auch eine sexuelle Komponente. Auch, ja. Das heißt, das macht dich schon auch geil, wenn du das... Ja, wenn du ja. Dich, ja. Endet dann eine solche Party für dich alleine immer damit, dass du dann onanierst? Genau andersrum. Wie andersrum? Du onanierst vorher, oder was? Genau. Ich mach mir die Windel um und dann geht's los. Dann geht's los und dann behältst du sie an noch ziemlich lange. Genau. Aha. Wer weiß davon? Meine Mama und mein Bruder. Die wissen davon? Ja klar. Meine Mama eher zufällig. Die hat dich erwischt dabei, oder wie?
wirklich, nee, da hatte ich schon meine eigene Wohnung und da hat sie bei mir aufgeräumt, wie das bei Eltern manchmal so ist, und dann ist er halt an die falsche Schublade geraten. War sie nicht völlig irritiert, entsetzt oder? Doch, auch, ja. Ich habe das dann erstmal 2-3 Monate ruhen lassen und dann wollte sie keine Ruhe mehr geben und dann habe ich ihr das erklärt. Und hast du es ihr erklären können? Ja, sie ist, ja, ihr ist das eigentlich auch egal. Also sie steht... Selbst wenn ich jetzt schwul wäre, da würde sie sich auch nichts draus machen. Sie steht dem tolerant gegenüber. Sie sagt, wenn der Junge das will, wenn das sein Ding ist, wenn es auch ein bisschen abgefahren ist und abgedreht, soll das machen. Genau so ist es, genau so ist es. Wie ist es mit dem Bruder? Hat die Mutter das dein Bruder erzählt? Bruder ist eine eher lustige Geschichte. Mein Bruder ist jetzt 16, wie alt war er da? 14, 15, da war ich mit dem Auto mit ihm unterwegs, da hatte ich noch Arbeit abends und da haben wir uns so zufällig über so Themen unterhalten, wie das halt so ist bei 14-Jährigen, und da habe ich gesagt, ich wäre Winde für dich. Das ist mir wirklich so rausgerutscht. Aber nur so zufällig? Nur so zufällig. Ja. Er guckt mich dann an, wie bekloppt, und denkt, was ist denn das für ein Idiot? Ja. Und wir sind die besten Kumpels immer noch. Achso, und dann hast du es ihm genauer erklärt? Genau. Und er hat dann auch mit seinen 14 Jahren auch irgendwann gesagt, okay, na gut, wenn's sein Ding ist, dann ist es halt meine so. Meine Sache. Ja. Wird da heute, wenn ihr euch so seht, wird darüber geredet oder ist das ganz normal? Nö, das ist eigentlich tabu. Tabu. Der weiß, dass du es machst und bist, genau, und man redet da nicht großartig drüber. Genau. Mhm. Genau. Wie ist es denn so mit, ich habe gerade herausgehört, dass du heterosexuell bist. Wie ist es denn mit Frauenbeziehungen? Schwierig. Warum? Ja, ich sag mal so, dabei eine Frau zu finden, das ist nicht allzu einfach. Das heißt, du möchtest auch unbedingt eine Beziehung haben, die das mit dir... Ich hätte gerne, ja. Die das mit dir teilt. Ja, genau. Du könntest nicht also auf diesen normalen Sex dich reduzieren, sag ich mal. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das gehört zu meinem Leben. Das brauche ich einfach. Hast du denn schon mal eine Beziehung gehabt? Ja. Und die Frau hat das noch mitgemacht? Da war ich noch nicht auf dem Trip. Achso, das war vor deinem 20. Lebensjahr dann? Das war davor, ja. Aber die letzten 5 Jahre, du bist jetzt 25, ist dann nichts gelaufen mit Frauen? Ist nichts mehr gelaufen. Ist das nicht auch ein bisschen traurig? Hast du nicht Sehnsucht danach? Eigentlich schon, ja. Mhm. Also ich finde schon manchmal sehr zermürbend. Jetzt, wenn man auch keine Arbeit hat, ich kann mich halt praktisch nicht ablenken. Das Einzige, was ich habe, ist Star Trek. Also, ja, das Optimalste ist für dich, wenn du eine Frau findest, die dich vielleicht auch windeln würde, die dich auch oder selber, also oder ist auch halt nur toleriert. Aha, aber toll wäre für dich, wenn sie selbst auch solche Sachen anziehen würde und ich habe mal einmal ein Gespräch gehabt, da gab es ein Pärchen, wo beide das gemacht haben. Die waren natürlich ganz glücklich. Glaube aber auch, dass es eine ganz große Seltenheit ist, dass sich da so zwei Leute finden. Wie sieht's denn im Internet aus? Hast du da schon rumgeforscht? Und ohne Computer kann man auch nicht ins Internet. Und im Internetcafé, wenn da einen über die Schulter guckt, ich glaube, das ist mir nicht so ganz geheuer. Das stimmt, ja, das stimmt. Also deine große Sehnsucht ist, eine Frau zu finden, mit der du dieses Anliegen, diese Affinität teilen kannst. Ja. Dann hättest du auch Sehnsucht nach der Beziehung. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir das von Herzen, Dominik, dass du eine findest. Danke. Und alles Gute. Jo. Auf Wiederhören. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Yvonne, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Yvonne. Oh ja. Nee, ich bin ganz schön aufgeregt. Das ist völlig normal. Und es legt sich gleich, sage ich dir. Nach ein paar Minuten ist es vergessen. Und was geht's denn bei dir? Was ist dein Thema? Ja, ich liebe Barbie-Puppen. Vor allem eben die Barbie-Pferde. Ich bin ja nicht so bewandert. Gibt's Barbie-Pferde? Ja, und zwar sehr, sehr viele. Aha. Ich kenne nur von ganz früher, von so aus der Verwandtschaft hatten die Mädels, hatten die normalen Puppen. Aber dass es dort auch Pferde gibt und so, wusste ich nicht. Ja, also ich habe 32 Pferde. 32 Barbie-Pferde. Barbie-Pferde, genau. Ja. Und da habe ich ein Einhorn und eins mit Flügeln. Aha. Und in allen Farben. Und 2 Fohlen habe ich auch. Aha. Und das ist so ein Hobby von dir? Ja, also ich habe schon immer gern mit Barbies gespielt. Und Pferde mochte ich schon immer gern. Und so kam es eben eins zum anderen und hatte ich auf einmal so viel. Und hast eine ganze Menge Geld dafür dann auch ausgegeben, ne? Ja, mach ich ja heute noch. Ich gehe ja auf Flohmärkte und suche mir eben günstige Barbie-Pferde aus und dann restauriere ich die. Ich nehme unechte, also künstliches Haar und
machst du wie neu. Also. Ach, das machst du selbst dann, das ist ja doll. Ja, wenn denen der Schweif fehlt oder die Mähne. Muss was passieren, ist mir klar. Was sagen denn deine Freundinnen dazu oder die Verwandten oder so? Sagen die, Mensch, die Yvonne? Ja, meine Mutter, die weiß das halt schon immer. Ihr war das halt lieber, als dass ich vielleicht mit Jungs rummache. Und ja, mein Freund, der toleriert das halt. Ja, das ist die Hauptsache. Yvonne, jetzt gucke ich halt auf die Uhr. Wir sind gleich vom Sender, Mensch. Jetzt haben wir nur ganz kurz miteinander reden können, aber ich fand es trotzdem nett, dass du da bist. Ich weiß, Und wünsche dir alles Gute und viel Spaß bei den Barbie-Puppen und den Pferden. Ja. Und verabschiede mich ganz einfach von dir. Alles Gute. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik, Gudrunhausen. Morgen ist Feiertag. Wir sind übermorgen wieder da. Bis dahin, schönen Feiertag. Tschüss.